Weiter geht's im MI-Gebäude. Wie du sicher schon bemerkt hast, hat dein Studienausweis unten ein Gültigkeitsdatum aufgedruckt. Er läuft also jedes Semester ab. Dafür gibt's hier diese Validierautomaten. Einfach am Anfang jedes Semesters deinen Studienausweis nehmen, in den Schlitz stecken und den Validierautomaten seine Arbeit machen lassen. In der Regel funktioniert das, sobald du deinen Semesterbeitrag bezahlt hast. Hier links von mir ist übrigens der Hörsaal 3. Und jetzt schauen wir weiter ins Bistro. Der Stand hier links, das ist unsere Kaffeebar. Hier gibt es Snacks, Pizza und natürlich Kaffee. Geöffnet hat die Kaffeebar von Montag bis Freitag, aber die genauen Zeiten hängen davon ab, ob gerade Vorlesungszeit, Klausurphase oder Semesterferien sind. Aber auch außerhalb der Öffnungszeiten könnt ihr hier in den Automaten Snacks und Getränke bekommen oder Kaffee hier bei den Self-Service-Maschinen, natürlich nicht ganz so fancy. Für den größeren Hunger gibt es das Bistro hier hinten. Und bei schönem Wetter könnt ihr euer Essen auch da draußen in unserem kleinen Biergarten genießen. Aber passt auf die Wespen auf. Auf zum Servicebereich. Hinten im Finger 10 sind die Dekanate der Mathematik und der Informatik. Außerdem sind dort die beiden Infopoints. Dort könnt ihr jederzeit allgemeine Informationen zu eurem Studium erfragen, eure Abschlussarbeiten anmelden und abgeben, euer RS-MIME-Zertifikate abholen und einiges mehr. Die Öffnungszeiten des Infopoints könnt ihr jederzeit online auf der Fakultätswebseite nachschlagen. Und wenn ihr mal einen Antrag abzugeben habt und gerade niemand da ist, dann habt ihr hier diese beiden Briefkästen für die Mathematik und die Informatik, wo ihr den einfach einwerfen könnt. Um in die oberen Stockwerke zu gelangen, gibt es übrigens nicht nur die großen freistehenden Treppen in der Magistrale, sondern auch in jedem einzelnen Finger ein eigenes Treppenhaus. Das finden viele Studis erst relativ spät heraus. Zum Beispiel gleich hier links. Komm mit! Da vorne, auf der anderen Seite der Brücke, findet ihr eine ganze Reihe an Lernräumen. Die könnt ihr einfach so benutzen. Unterm Semester ist es eigentlich kein Problem, hier einen Platz zu finden. Aber in der Klausurenphase kann es schon mal eng werden. Da müsst ihr noch etwas früher da sein. Ihr könnt die Räume zwar nicht vorab online reservieren, aber immerhin könnt ihr online den Status abfragen, ob und welche Räume frei sind. Damit das System zur Statusabfrage auch zuverlässig funktioniert, gibt es neben jeder Tür eines Lernraums ein solches Tablet, um den Belegstatus zu setzen. Auch in anderen Räumen des MI-Gebäudes, die als Lernraum genutzt werden können, zum Beispiel in einigen Glaskästen zwischen den Lehrstuhlfingern und den Rechnerhallen in den oberen Stockwerken, gibt es solche Tablets. Wenn ein Raum dann mal voll belegt ist, dann klickst du einfach auf dem Tablet auf den Button, es sind alle Plätze belegt, dann wird der Status gesetzt und kann online abgefragt werden. Außerdem kannst du in manchen Räumen auch festlegen, wie lange du den Raum belegen möchtest. Wenn du einen Raum als letzter verlässt, vergesst bitte nicht, ihn freizugeben, damit ihn andere benutzen können. Den aktuellen Lernraumstatus könnt ihr jederzeit unter go.tum.de/lernraum sowie in der TUM Campus App abfragen. Gleich nebenan liegt übrigens die Teilbibliothek Mathematik und Informatik. Theoretisch gibt es auch einen Durchgang direkt bei den Lernräumen, der ist aber alarmgesichert und darf daher nicht benutzt werden. Ich zeige euch aber, wo der Haupteingang liegt, den ihr stattdessen benutzen könnt. Die Teilbibliothek Mathematik und Informatik könnt ihr natürlich nutzen, um Bücher auszuleihen, vor Ort zu lesen oder einfach nur dort zu arbeiten. Die Bibliothek im MI-Gebäude steht euch übrigens Montag bis Freitag von 8 bis 24 Uhr und an Wochenenden sowie Feiertagen von 10 bis 20 Uhr zur Verfügung. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie die Bibliothek funktioniert und was es hier alles so für Sonderangebote gibt, dann geht es am besten mit ihm mit. Und wenn ihr euch lieber das MI anschauen wollt, dann folgt jetzt ihm.